Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist FBM, neben mir Knacki, ich Hallo. kenne mich aus. Bei mir haben wir nun leider einen kleinen Sprung drin. Das ist aus dem Grund, ich dachte mir, die Zeit kann ich ein bisschen überbrücken, um ein bisschen näher wieder an Knacki ranzukommen. Und von dem her glaube ich, dass ihr mir auch nicht böse seid. Ja. So, und ich mache ja wo sind wir? Wo ist Colts Vermächtnis. Oh. Dass dann noch ein bisschen mehr rankommt, sag ich mal. Oh ja. Ha. Aha. Ich hab. Da drüben. Und von mir aber auch nochmal herzlich willkommen zurück. Also ist die Kamera da hinten. You know, anytime you want to actually hang around for one of these things. You know, I've been thinking about what you said before. About those ass-gum lines. Zack, die hätten wir. Weiter. Da, da ist gleich der Mann mit Hut. Well, hey, when that time comes, I'd love to tag along. Sir, it'll be a date with a death hole. I'll give you a call if anything comes up. Mission. 9 Upgrades verfügbar. Damit Viertelfinale Mission jetzt verfügbar. Sehr schön. Sehr schön. Sehr stark. Holen wir erstmal alles Allgemeine. Ja. Okay, jetzt können wir dauerhaft sprinten. Granaten. Okay, schnelleres Schauen wir mal, finden wir den. Sehr cool. Schnelleres Entziehen oder mehr Entziehen. Okay, das kann ich noch nicht. Machen wir die beiden noch. Jetzt habe ich fast keine Scherben mehr. Das ist doch schön, dass wir sie mal losbekommen haben. Dafür sind wir fast bei unserer neuen Fähigkeit. Ich habe fast keine ganz oben. Ahnung, wo wir diesen netten Herrn hier finden sollten. Also, okay, wir gehen aber jetzt erstmal zu Colts Legacy. Zu Colts Vermächtnis. Der hätte mich gehabt, aber leider schneller. Und ist aufs Dach geflüchtet, Dupi. Wenn wir da nicht hin können, ne? Jetzt können wir wenigstens schnell Ach, rumlaufen. Okay. Ist das eigentlich da rein? Oh Mann! Ich würde mir sagen, du kommst nicht hinterher. Nein. Und ja. We got more and more energy. Aber wir kriegen den Anruf. Raymond Wolf, a reporter. Whoa, like the Raymond Wolf, the guy who cracked the military's real involvement with the Empire City catastrophe? Good, you've heard of me. That'll make this easier. I need your help. Get to Sundial Park and I'll tell you more about it. Er braucht meine Hilfe. Krass. Dann laufen wir mal in den Park, den er meinte, wo wir hin sollen. Haha, den haben wir. Wobei er echt ewig weit gelaufen ist. Muss man ihn lassen. So, da oben müssen wir hin. Du kannst dich auch nach links oben ein bisschen schnell teleportieren, also Schnellreise machen, dass du schneller da bist. Könnte ich machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann nicht. Okay. Weil unterwegs können wir eventuell noch ein bisschen raufbekommen, um uns gleich fertig zu machen. Oder Karma. Oder Karma. Follow the fish. What fish? Was für ein Fisch? So. Ach so, da. Also, manche
Musiktitel sind hier schon echt komisch. Da ist noch Fisch. Ja, muss ich die abschießen oder? Achso, doch, da ist jetzt weiter gemacht. Da ist Fisch. Da ist Fisch. Ich habe das Gefühl. Da ist ein Fisch. Da ist auch ein Fisch. Soll ich jetzt hoch oder geradeaus weiter? Ich habe nicht das Gefühl, ich habe recht. Oder? Was allerdings jetzt nicht. Ja, ich gehe hier weiter. Oh, geil. Okay, dabei waren wir da schon. Wow. Warte mal. Da ist ein Fisch. So, hier ist ein Fisch. Und da ist ein Fisch. Da ist der nächste Fisch. Da ist ein Fisch. Ich schätze mal, wir sollen irgendwo dahinter laufen. Doch nicht. Schauen wir mal. Tja. Ich kann schwören, das war vorher nicht da. Warte mal. Hier. Da war irgendwo ein Fisch. Hier war ein Fisch. Der sagt, ich soll da lang gehen. Ist da ein Fisch? Der sagt, ich soll da lang gehen. Oh. Ich glaube, ich bin hier ganz richtig. Hier ist echt alles nicht so einfach zu finden. Ne? So. Einfach gelacht. Okay, jetzt haben wir die Fähigkeit voll, aber davon werden wir keinen Gebrauch machen. Oh, jetzt schieß ich meinen Fuß ein, das ist nicht so cool. Also auf jeden Fall sammeln wir jetzt die Informationen von so einem Dude. Hier, da haben wir seine Reportage. It's common knowledge that when Cole McGrath died, he not only cured the plague that was sweeping the world, but took every conduit with him to his grave. What we didn't know was that this would be temporary. Oh. Within a year, rumors emerged of the return of the conduit gene. Some believed that the plague had survived and mutated, this time creating conduits. 6, 5, 4. Ah, hier haben wir's. Not all the conduits were actually killed, but a few remained and were somehow able to spread their abilities. So. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Wow, that was informative. That's why I'm here. There's more to the story, and I think Augustine and the DUP have the key. I'm going to need your help to figure it out. I'll be in touch. Thanks, or you're welcome, I guess. Also angeblich hat Cole damals alle mitgenommen in den Tod. Aber dem war wohl anscheinend nicht so. Natürlich. Okay, dann gleich mal zur zweiten Mission. Der nimmt sich halt selbst gar nicht ernst, gell? Nö, tut auch nicht. Der ist das einfach. Ach, ein Chiller. Chilling, chilling. Ching, ching. Boom. We got a message. I've gotten a tip on the whereabouts of my editor. He's at the docks, about to be shipped out to a secret location. Okay, that was it to the docks. Warte mal kurz. Es war irgendwie gerade ein bisschen zu eklig laut. Dialog, Musik, Gameplay. Okay, naja, egal. It's the message. Mal so. Serious to have the dupes coming after you. We were trying to get to the bottom of how the conduits came back. Oioioioioi. Hier geht's rund. Really? No. I mean, one day I was just a badass and a badass with powers. The reports my editor and I were getting was that the DUP had a hand in the mass spread of the conduit gene over the last 5 to 6 years. I believe that they somehow figured out what was making the conduit.
conduits returned and they figured out how to harness her. So. So basically make something you can't control and then try to control it. That sounds just like the DUP. Hey, I'll get your editor, man. Don't worry. Okay, also irgendwie sind sie der Meinung, dass man sie gegen ihren Willen kontrollieren kann. Delson, get out of here! Someone set me up! It's a trap! Gee, you think? Mir egal, ob das der Fall ist. Ich werde sie alle zerbürsten. Es ist dein Ernst, dass der nicht verrecken will? Ja, durchaus. Sehr gemein. Also. Ja! Ups, Entschuldigung. Ich habe jetzt echt gedacht, der stirbt halt gar nicht mehr. Oh. So. Zwei. Na komm. Oh nein, sie hat mich getötet. Nein, jetzt habe ich meine Fähigkeit umsonst eingesetzt. Eine ist es noch. Komm. Alter. Komm schon. Nein. Das war's. Game over, Bitch. Ich hasse die. Die Nein. Bitch? Oder was? Okay. Game over, Bitch. Ich hasse die. Okay, Game over ist auch nicht so meins. So, was haben wir jetzt? Achso. Einen Moment. Zack, abgeschlossen. Alter, endlich. Und oh ne, der lebt null. Noch. So, kommen wir nun ins letzte Hotel. Alter. Oh, wir sollten uns vielleicht auf den vor dem. Nee, es kann nicht sein, dass der schon wieder fickt, Alter. Sind noch mal aufladen. Bastard. Ups. Hey. Der geht mir so auf den Sack. Ach Gottchen. Aber keine DUPs, zumindest vorerst keine. Big Sir. Wir könnten, weil wir echt nett sind, den hier noch freilassen. Das bringt uns natürlich wieder positiv. Also ohne Scheiß jetzt. Ja. Okay, Kammerlevel gestartet. Ah, ich sehe ganz viele Dreiecke. Ganz positiv für uns. Sind wir schon drin? Ist er weg? Jawohl, er ist weg. Zack. Totally ambushed me. No, Delson, the ambush. Rettet sie. Well, I'll tell you, all they did was manage to piss me off. Let me know if you uncover anything else you need my help with. Okay. Mission 2 ist fertig. Dadurch, dass die zweite Mission zu Ende ist, bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hier weitermachen. An Cold Vermächtnis. Und bis dahin, cheerio. Ich werde auch hier bleiben. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß.